Was geht ab, Leute? Willkommen zum nächsten Saisonspiel. Es ist das erste Heimspiel. Hier schon mal die Aufstellung. Diesmal wird es nicht ganz so einfach. Im ersten Spiel haben wir die ersten 3 Punkte mitgenommen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, klickt in der Videobeschreibung auf das erste Spiel oder guckt einfach auf den Kanal. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da, gebt dem Video ein Like und schreibt unbedingt in die Kommentare, was können wir besser machen. Und ich will nicht viel reden. Ab zum Spiel. So, das ist unser erstes Heimspiel. Wir spielen hier von rechts nach links in Rot und Dynamo in Schwarz-Lila. Und hier ist das Fairplay von Dynamo. Und hier ist Alibert am Ball. Der spielt hier in Diago zu meinem Bruder. Der verlängert hier, aber Dynamo kann den Ball abwehren. Der landet dann hier bei Mika. Mika spielt hier zu Meli. Meli macht eine gute Drehung und spielt zu mir. Und ich nehme ihn einmal mit und schieße aufs Tor. Der geht knapp daneben. Aber hätte auch der Torwart, glaube ich, gehalten. Hier mit einer guten Freistoßposition von rechts. Den schieße ich. Den treffe ich nicht sauber. Aber hier kommt Mika zum Nachschuss. Und der geht auch fast rein. Knapp neben das Tor. Hier ist Dynamo in ihrer eigenen Hälfte im Ballbesitz. Und Saad passt hier richtig gut auf. Holt sich den Ball. Läuft aufs Tor zu. Stellt den Körper gut rein. Und mit links schießt er dann an den Torwart leider. Und holt hier noch die Ecke raus. Das ist auch dann die anschließende Ecke. Die klärt Dynamo. Und hier greifen wir nicht zu. Lassen Dynamo den Ball wieder runterholen. Und hier kann sich der Dynamo-Spieler durchsetzen und macht hier eine starke Bewegung. Geht an Tizian vorbei. Spielt hier einen Pass. Die kombinieren sich hier richtig gut durch. Jetzt hier die Nummer 7 ganz außen, hat viel Platz. Der spielt nochmal in die Mitte. Und der geht hier nochmal links an Mert vorbei. Und kommt zum Abschluss. Hätte richtig gefährlich werden können. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass der daneben geht. Tizian hier mit dem Pass auf Mika. Mika verliert hier den Ball. Dynamo kommt so im Ballbesitz, spielt hier einen Pass. Der nochmal in die Mitte und der macht direkt einen Diago. Der kommt auch perfekt an bei der Nummer 11 hier. Der zieht hier nochmal ein bisschen in die Mitte, spielt dann in den Rückraum und der schießt aufs Tor. Aber zum Glück nichts Gefährliches. Wir haben hier einen Einwurf. Ich spiele mich dann hier an, nehme den Ball runter, verliere den Ball aber. Dynamo will den Ball hier klären. Alibert kommt an den Ball und der schießt einfach mal drauf. Und der Ball senkt sich richtig gut, ist auch sehr gut platziert. Aber der Dynamo-Keeper hält den. Und das war es auch schon zur ersten Halbzeit. Hier startet die zweite Halbzeit. Wie auch Dynamo machen wir das Fair Play und spielen den Ball zu. Hier haben wir einen Freistoß. Meli führt den aus. Der schiebt den rechts flach. Und im Nachfassen kommt der Keeper erst dran. War gar nicht so schlecht geschossen. Aber ja, leider nicht reingegangen. Hier Alibert mit dem Ball. Der vergisst den kurz. Spielt dann hier zu mir durch die Lücke. Ich mache hier eine geile Bewegung. Spiele noch einen weiter zu Meli. Meli jetzt mit einem brillanten Pass durch die Gasse. Und Saad macht da fast das Tor, aber es wurde auf Abseits gepfiffen. Weiß ich gar nicht, ob das Abseits war. Hier Dynamo mit einem Freistoß, aber nichts Gefährliches. War aber eine gute Position. Durch eine Abseitsposition von uns führt hier der Keeper von Dynamo schnell aus. Alibert bei der Drehung sieht den Ball nicht ganz, aber Tizi passt hier sehr gut auf. Will den Ball hier zu haben spielen, aber der Pass ist nicht gut genug. Dynamo wieder im Ballbesitz, spielt hier den Pass. Der will sich hier aufdrehen, aber Alibert passt da richtig gut auf. Hat dann noch den Überblick und spielt einen richtig guten Pass zu Saad. Saad legt den Ball an den Keeper vorbei, aber leider viel zu weit und der Ball landet im Aus. Es wäre eine richtig gute Chance gewesen für das 1:0. Hier ist Dynamo im Ballbesitz, die kombinieren sich hier durch. Jetzt kommt die Nummer 14 hier im Ballbesitz, spielt den Pass nach außen, der hält den kurz, spielt jetzt zurück zu Nummer 14. Ich gehe ran, der geht an mir vorbei und ich will ihn noch beim Schuss stören, tue es auch ein bisschen und der Schuss ist trotzdem sehr gefährlich. Und es wird sogar noch das Foul gepfiffen. Hier mit einem langen Abstoß. Man sieht es nicht ganz. Mein Bruder will den jetzt hier festmachen. Tut sich ein bisschen schwer bei der Ballkontrolle. Jetzt hat er ihn. Der Ball landet bei mir. Ich in Diago zu Saad. Der kommt doch perfekt an. Saad kann ihn leider nicht kontrollieren. Hat ihn aber jetzt hier noch im Spiel. Will dann hier zu Mika spielen. Dynamo fängt den Ball ab. Will den Ball klären. Jetzt hat Tizi hier den Ball. Spielt zu meinem Bruder, er hat viel Platz, legt sich ihn zweimal vor und dann ist das ein richtig geiler Schuss, aber der geht leider nicht rein. Und hier Christoph mit einem langen Ball, der tippt hier auf und jetzt muss den eigentlich mein Bruder runterholen, lässt ihn aber nochmal tippen und so ist es kein Problem mehr für Dynamos Keeper.
Und der spielt auch nochmal einen langen Ball. Der Ball ist lange in der Luft. Das Kopfballduell gewinnt Dynamo. Und jetzt kommt der Abpfiff. Das Spiel endet 0:0. Wir nehmen einen Punkt mit. Ihr habt gesehen, es ist 0:0 ausgegangen. Relativ langweiliges Spiel, nicht viele Highlights dabei. Aber solche Spiele gibt es nun mal auch. Ich wollte die euch nicht vorenthalten. Dementsprechend auch ein kürzeres Video. Und nächste Woche kommt schon das nächste Spiel. Da wieder einige Tore gefallen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach mal auf Abonnieren klicken, ein Like da lassen, unbedingt kommentieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.